Eine schöne Überraschung, die da auf uns wartet. In dem Sinne ganz, ganz herzlich willkommen hier um 8 vor 8 bei der Global Harmony Unity. Es ist so schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Es ist immer mehr familiär und so schön. Und ja, in diesem Sinne wollen wir wieder schauen, was auf uns wartet. Die heutige Ausrichtung ist in Dankbarkeit schenken. Wir hatten das Thema mit der Dankbarkeit ja zum Ende hin des letzten Zooms, das wir zusammen hatten. Und da haben wir festgestellt, es gibt da ein Zusammenspiel aus Präsenz und Dankbarkeit. Die Präsenz, das schönste Geschenk, das man sich selbst und auch allen anderen schenken kann. Und die Dankbarkeit, die diese Präsenz in Empfang nehmen kann. Und dieses Zusammenspiel hat dann eine ganz wundervolle Wirkung gehabt. Und da gehen wir in diese Ausrichtung, um uns dann entsprechend auch wieder da zu vertiefen. In der Präsenz für uns alle hier in diesem schönen Feld. Und ja, in dem Sinne werden wir schauen, wahrscheinlich gehen wir wieder in kleine, schöne Räume und da packen wir dann die Präsenz aus und gehen da ganz bewusst in dieses gemeinsame Sein. Genau, insofern wünsche ich uns ganz viel Freude dabei. Auch über den Austausch freue ich mich schon sehr. Die Wirkung ist wundervoll, wenn wir uns das schenken. Und ja, in dem Sinne geht der Ball wie üblich in die Luft. Und dann schauen wir mal, was sich zeigt und wer den Ball aufnimmt. Ja, ich nehme ihn mal kurz auf, bevor ich ihn gleich zum Thorsten mal weitergebe. Ganz aus kommt er uns nicht, der liebe Thorsten. Ja, ich wollte mich einfach an der Stelle auch nochmal bedanken. So viele Gespräche mit euch durften schon stattfinden, so die 1:1 Gespräche. Und es ist wirklich jetzt bis Mitte August sind sie schon aufgezeichnet, sind schon auf YouTube. Und es ist genau das, was wir jetzt letztes Mal am Donnerstag erlebt haben, dieses einfach miteinander präsent zu sein, sich einfach seine Präsenz zu schenken, die Zeit zu schenken, ganz da zu sein. Das ist das Einfachste und Müheloseste und das größte Geschenk. Das ist so ein Geschenk und da geschehen Wunder, da geschieht Heilung, da geschieht grandiose Einfälle. Ja, einfach ein großes, großes Danke für eure Beiträge auch. Das vergessen wir immer, wir schreiben es zwar, aber es ist so berührend, wie ihr einfach beitragt, wirklich auf allen Ebenen, weil ohne jeden Einzelnen wäre das nicht. Mit jeder Einzelne, und wenn da gibt es nicht mehr oder weniger, habe ich das Gefühl. Es ist also sehr, sehr, sehr berührend. Es ist jetzt ein Team zum Beispiel für die Schule der Zukunft entstanden. Also es finden sich so wundervoll Teams, ein Miteinander. Ja, da könnte ich jetzt endlos erzählen. Von Kurt ganz, ganz liebe Grüße. Der ist gerade so ein bisschen in einem Stille-Retreat. Es ist für mich ganz schön, ihn so mitzuerleben. Heute, als wir unterwegs waren, sagte er, eigentlich müsste er ein Buch schreiben über, wie hat er es gesagt, Altwerden für Anfänger. Weil das weiß man ja alles nicht, was da kommt. Sag ich, ja, das ist doch toll. Wer weiß. Ja, so bewusst einfach mitzukriegen, wenn, ja, er wird jetzt 90 dieses Jahr und wenn das Bewusstsein so jung und die Unendlichkeit des wahren Sein ist, aber der Körper eben, ja, wie Materie so ist, einfach älter wird. Es ist sehr berührend, das begleiten zu dürfen und er macht sehr viel, ja, innere Erkenntnisse und ich soll euch aber ganz, ganz dolle lieb grüßen und er freut sich schon auf das nächste dabei sein. Genau, so Thorsten, zack! Ja, nochmal zurück zu den Räumen, wie wir sie beim letzten Mal auch erlebt haben. Ich fand das so grandios, wie sich die Räume entwickelt haben und mit welcher
mit welchen Gefühlen jeder von uns hier in das Mutterschiff zurückgekommen ist und ja dann auch sich diese unendliche Dankbarkeit gezeigt hat, wo so viele Dank, ich kriege jetzt noch eine Engelshaut, so viele Dankes rüberkamen und wir so wahnsinnig schön miteinander geschwungen sind. Ich bin jetzt noch ganz dankbar dafür, das erlebt zu haben und ich freue mich auf das, was sich heute zeigt. Jetzt schmeiße ich den Ball nochmal wieder hoch und ich bin mir sicher, dass Maritreo den fängt. Ja, aber ich springe nur kurz hoch und schmeiße den Ball gleich weiter zur Wiebke. Hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich auch jetzt schon total auf die Breakout Rooms gleich mit euch und aufs Geschenke auspacken. Ja, mein Herzlein hüpft schon. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich mag einfach dieses, ich schenke übrigens auch gerne und ich mag einfach, ja, wenn wir uns präsentieren in unserem So-Sein, wie wir sind und mich berührt es einfach immer wieder neu. Danke euch dafür. Ja, und was haltet ihr davon, wenn wir um 8 gemeinsam in den Breakout-Rooms die 818 erleben? Also in kleineren Räumen. Und ja, wir sind einfach in dem Feld 818. Wir wissen, ganz viele haben sich eingeklinkt, egal wo sie sind, auf der Welt. Und schenken einfach unsere Präsenz uns selbst und den anderen. Ja, okay, ich höre, sehe, nicken. Okay, dann, dass wir pünktlich ankommen im Universum, in der Zeitlosigkeit. Wie viel Zeit gibst du uns denn heute? Wie viel Zeit schenkst du uns denn heute? Ich würde wieder die 20 Minuten machen. Ja, ja? Die erste Runde. Vielleicht gehen wir ja in eine zweite. Danke für euer Geschenk, präsent zu sein. Mal kontrollieren. Ja. Für alle, die später gekommen sind, ihr könnt selbst, wir sind schon in den Breakout-Rooms, ihr könnt selbst noch, unten ist in der Leiste Breakout-Rooms, glaube ich, einfach in irgendeinen Raum mit dazu gehen. Ich finde in der Leiste unten nichts mit Breakout-Rooms. Konferenzräume, wenn du auf Deutsch bist. Konferenzräume. Also bei mir ist es auch nicht. Ich kenne sonst, dass es da ist. Konferenzräume, Chat, Teilnehmer aufnehmen, Reaktionen, Apps. Ja. Mehr nicht. Okay, ja, mir auch nicht. Mal, ob ich dich. Apps. Oben vielleicht auch nicht. Nee, normalerweise steht das unten. Bei mir steht es auch nicht. Vielleicht, weil wir später reingekommen sind. Vielleicht war die. Ja, eigentlich geht das, auch wenn man später kommt. Da gibt es noch irgendwo drei Punkte, manchmal oben rechts im eigenen Bild. Hakt es bei mir. So,
Sonst dürft ihr hier mit präsent sein und euch schenken. Oh, ich möchte auch in den Raum. Bei Apps kann es auch nicht sein, ne? Nein. Reaktionen aufnehmen. Dann schenk du uns doch deine Präsenz hier. Ich habe mich gerade so auf den Austausch da gefreut. So leid. Abbrechen, Meeting verlassen. Wir machen vielleicht eine zweite Runde. Oh, schön. Die Teilnehmer 39. Nada, magst du kurz sagen, was die anderen jetzt in der Breakout machen? Wir schenken unsere Präsenz. Wir sind einfach präsent und erleben unser Präsentsein für uns selbst als das größte Geschenk und auch für jeden anderen, miteinander präsent zu sein. Und eben bei dem 818 in dem großen Feld mit einzuklinken, wo ganz viele da sind und uns einfach schenken. Danke. Nada, kannst du bei dir in der Leiste unten das sehen, zum Reingehen? Wie du sagst, es war unten. Also bei dir kann ich es ja nicht sehen. Ich sehe ja nur meinen Zoom-Raum und ich sehe dich und ich sehe aber in den, wenn ich auf dich gehe, auf deinen, kann ich dich nicht jetzt extra nochmal wohin schicken. Nee, aber nee, ich meinte, dass, wo dieser Button oder so ist, um da reinzugehen, ist das bei dir wohl angegeben in deiner Leiste unten? Bei mir ist es angegeben. Mhm. Es ist wohl. Und was steht da genau drunter? Konferenzräume. Konferenzräume. Ich mach dich nochmal stumm.
Evi, ich habe dich Raum 20 zugeordnet. Du müsstest annehmen. Wenn noch jemand in einen Breakout-Room möchte, dann kurz. Na, das ist wieder weg. Kannst du es nochmal einblenden? Ich kann es nicht einblenden. Ich habe dich einfach dorthin geschickt. Du müsstest eigentlich nur. Muss ich dann machen? Annehmen. Ja, ich wollte klicken und dann war es weg. Okay, jetzt bist du nicht. Warte mal. Präsent sein mit dem Umstand, dass du unbedingt in einen möchtest. Ich verschiebe dich jetzt in einen 22er Raum. Ja, Daniela, sorry, jetzt war ich beschäftigt hier. Gerne. Du kannst dich freischalten, wenn du magst. Jetzt hören wir dich, glaube ich, wenn du was sagen magst. Dann ja, ich sehe nichts. Ich kann mich noch nicht freischalten. Doch, wir hören dich. Ja, aber freischalten kann ich mich noch nicht. Du möchtest auch in einen Raum? Ja. Okay. Ja. Ah, du bist iPhone, Moment. Ah ja, danke. Das heißt, die Hände, die heißen, ihr möchtet gerne in Räume. Okay. Oh. Ich dachte, ihr erzählt was. Warum? Wenn ich muss, eins nach dem anderen. Ein Boot. Ein Boot. Was ist da? Christian, ich hatte dich eigentlich verschoben. Du musst an schon. Mira, du möchtest auch in einen Raum? Oder magst du was sagen? Das ist so schön. Wir lernen hier, glaube ich, ganz eingeladen. Helga, du sprichst, als wärst du irgendwo aus dem Universum. Möchtest du auch in so einen Raum, weil ich kann... Möchtest du was sagen? Präsent sein mit dem, was ist, in Dankbarkeit, egal was ist. Die Stille trotzdem nicht zu verlieren. Hallo, Nada. Hallo, Mira. Ja, ich möchte gerne auch in den okay. separaten Raum. Ja, danke ja, dir. Ich versuche, I will do my very best. Moment, Veronika, einer nach dem anderen. Veronika, du möchtest auch in einem Breakout-Room? Mhm.
Helga, ich weiß, dass du was sagst, weil dein Bildschirm, aber es ist wirklich ein bisschen Mickey Maus aus dem Weltall. Du müsstest bei deiner Audioeinstellung mal schauen, ob du ein anderes Mikro einstellen kannst. Du kannst es auch testen. Also ich erlebe das hier gerade, als würde uns das Leben einladen, wirklich zu 100% präsent zu sein mit dem, was geschieht. Und so mit einer liebevollen, wertschätzenden Präsenz. Ich hatte heute mit Seo mein Gespräch und Helga, ich mache dich mal wieder leise. Weil man hört, man versteht nicht, was du uns leider mitteilen magst. Und er hat jetzt ja seinen Sohn, der jetzt knapp 2 wird und alle, die mit Kindern zusammen sind, er sagt, er lernt gerade das, was er wirklich will, mit liebevoller Präsenz einfach da zu sein, egal was geschieht. Und ich habe das Gefühl, das war jetzt hier in unserem Mutterschiff auch eine große Einladung. Ja, vielleicht mag jemand teilen von euch, wie ihr das erlebt, wenn man so in Stille miteinander präsent ist. Lisa? Ja, hallo, ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Geht es? Ja, das ist ganz fantastisch. Ich bin heute das erste Mal dabei, komme allerdings auch gerade von einem Meeting-Tag, also hatte viele Gespräche und bin jetzt erstmal in die Ruhe gegangen, habe gemerkt, das fällt mir gar nicht so einfach. Aber auch das ist sicherlich eine Erfahrung. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt heute mal, ja, scheinbar genau das Richtige, wobei ich ja jetzt auch schon wieder rede. Aber diese kurze Ruhe eben, ich habe gemerkt, das ist ungewohnt, aber irgendwie gleichzeitig auch wunderschön. Ja, danke. Danke für dein Teilen. Manfred? Du müsstest dein Mikro laut machen. Jetzt. Also ich war gerade in einem Raum, wo auch alles ganz ruhig war. Keiner hat etwas gesagt. Und das war für mich sehr angenehm, weil ich heute eh sehr viel erlebt habe und das genossen habe. Und als ich jetzt zurückkam in den großen Raum, war auch so eine unglaublich ruhige Stimmung da, die mir sehr, sehr gut tut. Und das ist sehr angenehm. Hm. Schön. Danke fürs Teilen. Katrin? Ja, ich war auch gerade in einem Raum. Ich hoffe, ihr hört es mich. Klappt das mit dem Mikro? Okay. Und da ist gar nichts gesprochen worden und das hat mich heute vor eine richtige Herausforderung gestellt. Also ich habe gemerkt, dass ich selber innerlich so auf
gewühlt war oder zu unruhig. Dann immer wieder die Augen geschlossen, in mich gegangen und dann habe ich es wieder aufgemacht und so, oh Mist, hat halt noch immer jeder die Augen zu. Und ich dachte, okay, dann ist es halt jetzt die Herausforderung, auch immer da runterzukommen, brauche ich das aber auch. Das ist das, ja, wenn ich merke, dass es mir so schwer tut damit gerade, ja, dann nehme ich das einfach immer so hin, als einfach ein paar Minuten der Ruhe und Stille, die mir jetzt gerade geschenkt werden. Mhm. Ja. Und ich muss noch kurz was erzählen. Ich habe mich bis dato erst zweimal getraut, mich zu melden. Beziehungsweise es war beides Mal, wenn meine Tochter mit dabei war. Und sie hat mich dann immer so gefragt, so, Mama, warum reden die? Wann redest du und melde dich und trau dich doch und sag, Mama, sei mutig. Und nach dem letzten Mal hat sie mich dann auch gefragt, so, Mama, also da habe ich ihr versprochen, dass sie mich auch öfter meldet. Und dann hat sie mich danach gefragt, Mama, wann ist denn das wieder? Das, wo du dich jetzt öfter meldest. Das war so süß, wie sie es gesagt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Scheu oder vielleicht, ich habe gesagt, Angst oder so, was am Anfang da war, sich zu melden, inzwischen auch tatsächlich weg ist. Schön. Danke für dein Dich zeigen. Ja, jetzt kommen die ersten schon wieder zurück. Hallo zurück. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Aloha. Hallo. 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 Ich schicke immer Aloha. Ja, wir durften im Mutterschiff ein bisschen mit Bewegung präsent sein. Und trotzdem in liebevoller Präsenz sind ein paar Nachzügliche gekommen. Die wollten unbedingt zu euch in die Breakout-Rooms. Ja, mag jemand was teilen, wie er es erfahren hat? Was es macht, einfach präsent zu sein, ob jetzt mit oder ohne Worte, einfach die Präsenz zu schenken. Ich fand es einfach wunderschön, dass wir haben einfach wahrgenommen in der Gruppe, dass jeder so ein Diamant ist und miteinander diese Vielfalt, jeder einzigartig ist und dennoch ein Ganzes, also dass das Sein durch uns wirkt. Hm. Ganz zauberhaft schön, dass man sich nicht allein fühlt, sondern dass man ja so eins, all eins ist und dennoch jeder in seiner Einzigartigkeit sein kann, so wie er ist. Hm. Dankeschön. Ja. Wir haben auch nur, ja, wir haben heute auch nur geschwiegen, war für mich das erste Mal, so 20 Minuten in Stille und ja, sie haben sich erstens nicht wie 20 Minuten angefühlt und zweitens, da war eine Hitze und ich habe nur ein Licht gesehen. Und das nächste war, also wenn ich die Augen schließe, dann werde ich ja so ein bisschen ernster und die Mundwinkel gehen runter. Und als wenn so unsichtbare Fäden da gewesen wären und obwohl ich die Augen zu hatte, machte es trotzdem Grins.
Also war sehr, sehr, sehr angenehm. Wirklich. Wunderschön. Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Und zwar, ich hatte ein Trauma, das musste ich selbst heilen, weil das geschulte Fachpersonal hat lieber die Fehldiagnose behandelt, also wie ein Trauma. Und es war ganz schwer gewesen, damit zu leben. Und jetzt, ich habe sofort gefühlt, wie richtig was weggefallen ist von mir. Mhm. Was noch da war, obwohl ich das Trauma geheilt habe. Mhm. Und das werde ich mit meinen Kindern jetzt auch machen, weil ich helfe traumatisierten Kindern. Und die Übung mit dem Präsentsein, das ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Eine ideale Übung für traumatisierte Kinder. Ich glaube, für uns alle. Also dieses, wie der Körper, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber was der Körper, was man körperlich spürt, was im Verstand geschieht, was in den Gefühlen geschieht, wenn man einfach nur da, bewusst da ist, präsent ist, miteinander. Wie, als dürfte die eine Kraft dann in uns allen wirken, so vom Innersten, in unserem Urkern, der wir sind. Ja, ich glaube, ihr wollt schon wieder, oder? Wollt ihr nochmal? Ein paar Daumen hoch. Dann mischen wir einmal neu. Jetzt sind auch, glaube ich, alle da, die Spätzügler, sodass ihr dann jetzt einfach dürft. Maritrio, Wiebke, habt ihr noch irgendwie? Ich habe keine Worte für das, was hier passiert. Es ist wirklich ein Geschenk. Also dann. Vielleicht nur eins, Lein los. Und ja, was wir jetzt gerade vielleicht noch einen Impuls, ihr könnt ja mal in der Präsenz, also hier war der Impuls jetzt, weil bei uns ein bisschen viel Bewegung und technisch war, es nicht so sehr still war, so in einer liebevollen Präsenz da zu sein. So in einer sanften, was auch immer, vielleicht ist in euch irgend noch eine Qualität, wo ihr merkt, oh ja, das ist mein ureigenstes Sein, hat eine Qualität irgendwie. Das kann für jeden ja was anderes sein. Ob das einen Unterschied macht, so präsent zu sein und sich so zu schenken. Also, gute Reise. Jetzt habe ich es verpatzt. Ich habe gerade mein Video wieder freigeschalten und in dem Moment ist es verschwunden, dass ich zustimmen konnte. Okay, ich muss gucken. Ich glaube, die gehen jetzt erstmal alle rein und dann schaue ich nochmal, ob du aufpoppst. Okay. Hast du eine Raumnummer sehen können? Nein. Mit Handy sehe ich nie eine Nummer. Aber da, wo ich bin, bin ich richtig. Na, da, alles gut.
finde dich leider nicht. Du bist irgendwo zugeordnet, aber ich finde... Bin ich in einem Raum gelandet? Du bist im Mutterschiff. Ach so. Aber dich könnte ich noch zuordnen, wenn du magst. Ach so, ja gerne. Ich bin leider zu spät gekommen, aber wenn das jetzt noch Sinn macht, dann würde ich gerne in den Raum rein. Bei dir geht das. Ja, gut, dann gehe ich jetzt auf Beitreten. Ja, danke. Elvira, warum ist auch immer? Bist du hier? Ist in Ordnung, Tara. Ich lasse mich überraschen. Dann bin ich jetzt hier geschenkt. Annehmen, was ist, das ist wirklich das Wunder. Sofort geht alles auf.
bevor die anderen jetzt gleich alle wieder kommen, teile ich jetzt einfach mal so mein Erleben. Das ist so eine Freude, da, dass wir einfach miteinander da sind. So, da ist so dieses, wir sind da. Wir haben uns gefunden, wir sind zusammengeführt worden. Und wir sind einfach, wir sind da, wir sind wirklich da. Das ist so eine Freude und Dankbarkeit und so eine Unfassbarkeit auch irgendwie so. Oh, wir sind da. Andreas, man kann nur ahnen, was du sagst. Als wären wir aus verschiedensten Teilen des Universums alle irgendwoher gebeamt worden. Und jetzt sind wir irgendwie alle da. Einfach danke. Genau, das fließt hier nur so durch. Schön. Und jeder Einzelne ist so wie eine Facette, eine brillierende, völlig unikate Facette. Das ist unglaublich. Bei der Elvira, das ist noch nicht von Anfang an, das ist auch so ein Lichtstrahl. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, der ist immer stärker geworden. Irgendwie. Beim Andreas kam auf einmal so ein was Grünes runter. Also irgendwie. Kommen Sie wieder alle. Da sind wir wieder.
1000. Ja, das Mutterschiff hat innig still Basis gehalten. Ich würde gerne Susanne ermutigen, die schöne Musik, die durch das Verlassen unserer Gruppe eben aufgehört hat, vielleicht im Mutterschiff auch nochmal zu präsentieren. Das war so wunderschön. Ja, meinst du jetzt oder irgendein anderes Mal? Auf geht's. Danke. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Namaste. Ja. Dankeschön. Total schön. Mit so viel Liebe. Ja. Herzlichen Dank. Danke auch, das war wunderschön. Vielen Dank. Sehr schön. Ist das ein Hang? Was? Nein. Doch, doch, ich habe auch einen Hang. Ich habe auch eins, darum frage ich, dann können wir mal zusammenspielen. Ja, cool, ich habe auch eins. Ja. Ich habe auch ein Ref. So gut. Es ist eine Raftram, es ist kein Hang. Ah, bei mir ist ein Hang. Irgendwann kommt das große Lagerfeuer. Oh ja. So viele Musikinstrumenten stimmen und wir dürfen alle gemeinsam klingen, hörbar klingen, was jetzt schon geschieht. Viel unhörbar, aber dieses Miteinander schwingen, miteinander einfach ein Geschenk zu sein, präsent zu sein. Das sind einfach Frequenzen und Schwingungen und Klänge, die vom Universum und von dieser Welt gehört werden, gefühlt werden. Ich finde es super interessant, Nada, weil wir hatten in der Gruppe, auch so, dass wir halt uns was vorgestellt haben und da kam genau dieses Bild vom Lagerfeuer raus. Lagerfeuer, wir tanzen um das Lagerfeuer in den sternklaren Nacht mit Tänzen und Grillengezirpe. Und jetzt, wir haben uns bedankt für dieses Bild, wo jeder auch so bekommen hat dafür. Und jetzt sagst du das auch noch mit Lagerfeuer. Ich habe gerade Gänsehaut. Wenn das eine Sein spricht und wir lauschen dem einen Sein, dann teilt sich das uns mit.
Und okay. Es hat einfach diese große Gemeinschaft. Also deswegen auch ja Global Harmony Unity. Ich meine, das haben wir uns nicht ausgedacht, das kam. Und das ist es einfach, diese Einheit, diese Gemeinschaft. Und Lagerfeuer ist ja eine Symbolik auch für das innere Feuer des einen Seins, das Licht. Und ja, miteinander ausgerichtet, zusammen zu sein. Also dieses Bild allein. Ja. Ja, das hatte ich auch, dieses Bild. Wir waren in dem Raum, in dem wir waren, eine Gruppe. Wir waren aber alles Kinder. Wir waren alles kleine Kinder und saßen auf und waren ein großes Lagerfeuer. Und dann haben wir mal so Steine in den Sand geworfen und gespielt. Und irgendwie, weiß nicht, das war ganz toll und eine ganz wunderschöne Verbundenheit. Wir waren erwachsen, aber wir waren auch Kinder. Ja, und im Mutterschiff, ich habe es dann auch ausgesprochen, weil das so, da war so viel Dankbarkeit oder ist jetzt, wir sind da. Guckt euch um, wir sind da. Wir sind wirklich da. Wir sind zusammengeführt worden. Wir sind da. Und wir sind präsent, wir sind bewusst da. Ich möchte gerne meine Erfahrung mit euch allen teilen. Zunächst einmal danke, dass ihr alle da seid. In der Gruppe, wo ich jetzt war, kam ich am Anfang etwas zögernd und etwas schüchtern und ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Und plötzlich gingen meine Augen zu und habe ich wahrgenommen, wie die anderen so präsent und so anwesend da sind, nachdem ich mir die Gesichter gemerkt habe. Und merkte ich, wie diese Energie von der Gruppe in mir hineinfloss. Und das war so wunderbar erhellend. Und nach einer Weile passierte etwas Magisches, als würde aus mir etwas nach außen hinausfließen. In dem Moment habe ich an den Menschen gedacht, mit denen ich alltäglich sehr viel zu tun habe. Und das hat mir so eine Freude gemacht. Und ich konnte nur innerlich lächeln. Ich musste meine Hände hier an die Brust halten. Und für einen Moment packte eine Bewegung wieder zurück in die Gruppe. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Das war auch noch wunderbar, wunderschön. Und dann kam wieder nochmal dieser Impuls nach außen. Und in dem Moment dachte ich an meinen Projekten. Und da war noch mehr die Freude. Das war unglaublich. Und ich hätte länger da bleiben können, in so einem inneres Lächeln. Und merkte ich, wie so die Energie von den anderen, es war wie, ich war so dankbar durch diese Präsenz, die die anderen da hatten. Und dass sie einfach bedingungslos für mich da waren in dieser kleinen Gruppe. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung, dass sie so, das habe ich noch nie erlebt in dieser Weise. Und ich freue mich, dass ich das vor euch allen jetzt teilen kann und teilen darf. Ja, danke an die WHO, dass sie das so toll organisieren. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, und da wir gerade beim Teilen sind, ihr Lieben, das nächste Online-Magazin ist in Arbeit. Es hat den Übertitelbegriff Frieden. Da sind wir ja auch immer noch, ist ja immer noch das Thema. Wir freuen uns riesig, wenn ihr eure Erfahrungen uns mitteilt und uns schickt. Und wenn ihr wollt, Teil des Online-Magazins zu sein, weil das die Unity ist. Also schickt gerne an unsere E-Mail. Auch gerne die Bettina, die ja uns da ganz groß hilft, hat gebeten, auch sprecht es einfach auch auf. Also Audios, ist ein Multimedia-Magazin. Natürlich Bilder und Schreiben, aber ihr könnt auch Audios machen, ihr könnt auch Videos machen, einfach mit dem Handy oder spielt, so wie ihr jetzt das geteilt habt. Also große Einladung, ist so schön. Also ja, vielen Dank für das Teilen, das Verbale und auch das Nichtverbale. Aber wenn man es dann hört, es gibt so viel Echo in einem selbst. Danke, 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 danke. Danke, Laura. Mag sonst jemand aus dem Team noch was sagen?
Das Wort spielen, das mag ich ja immer so gerne. Ne? Ich hatte gerade für mich direkt die Idee, dass ich es auch schön fände für all die, die sich noch nicht trauen, dass wir vielleicht so eine Minute Zusammentreffen machen, jeweils, wo ihr einfach erzählt, was für euch Frieden ist. Eine Minute treffen. Das kam mir jetzt. Das würde ich total gerne mit euch spielen. Mal gucken, was daraus wird. Oh ja. Schauen wir mal, welche Form das annehmen kann, das Ein-Minuten-Spiel. Dann, ihr Lieben, bleiben wir in der Präsenz. Das größte Geschenk. Ich sag heute nicht Tschüss. Muss jemand anderes machen. Übrigens hat mir Kurt eine Nachricht geschickt gehabt. Er spürt uns und es ist wie in der Badewanne zu baden. So heilsam und so erhellend und erhebend und erleichternd irgendwie so. Das ist auch ganz spannend, die jetzt auch nicht hier präsent sind, ist trotzdem spürbar. Okay, jetzt raus. Friede sei mit euch. Dankeschön. Bis bald. Ich hab euch alle lieb. Auch. Ihr seid wunderbar. Oh, das war schön. Schule. Schlaft gut. Träumt ihr auch. Bis bald. Gute Nacht. Ciao. Arrivederci. Tschüss. Tschüss. Wunderschönen Abend. Muss alles mit ihrem Aloha. Gute Nacht. Alles. Gute Nacht. Vielen, vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.